Also ihr Lieben, nachdem einige von euch nachgefragt hatten wegen der Quelle in Wolfegg bzw. hinter Wolfegg, nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. So, ihr müsst ins Navi eingeben, Hilfen von 20, da kommt ihr an ein Altenheim. Das ist nämlich genau hier hinter dem Gestrüpp. So, Neutan. So, genau, da drüben ist das Altenheim. So, ihr fahrt da aber dran vorbei und hier ist ein Schild, da steht Beinders Weißenbronnen, da müsst ihr rechts rein. So. Ziemlich unübersichtlich die ganze Strecke. Also bitte vorsichtig fahren. Werkstatt Kfz-Handel Bohmeier. Da müsst ihr links rein. Und dann wird es eine holprige Geschichte. Wir fahren jetzt nämlich in den Wald rein. Also es sieht am Anfang nicht so aus, als könnte man da fahren. Aber man kommt eigentlich ganz gut durch. Rechts runter, da vorne ist auch ein Schild, Wasserschutzgebiet, ein bisschen versteckt hinter dem Gestrüpp. Ui, jetzt sagt Marie. So, da bitte langsam fahren, weil da vorne ist es schon ein Parkplatz.
So, und hier unten, da ist jetzt schon die Wasserquelle. Also man sollte gutes Schuhwerk anhaben, weil es ist hier sehr rutschig, vor allem wenn es geregnet hat. Und ja, nicht, dass man sich was bricht. So, also ihr seht hier, das sind schon zwei so Europaletten. Da kann man die Flaschen dann draufstellen. So, und hier unten kommt das Wasser direkt aus dem Boden raus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Ich gehe vielleicht gleich mal noch darüber. Ja, so sieht man es vielleicht besser. Also es kommt da direkt aus der Erde raus. Das könnt ihr dann einfach in eure Flaschen einfüllen. Wir haben da ganz große Flaschen, so diese Weinballons. Die kann man ganz günstig bei Amazon kaufen oder auch bei eBay oder keine Ahnung wo. Die kriegt man eigentlich ganz gut her und die eignen sich da eigentlich ganz gut dafür. Die gibt es in Blau, da soll das Wasser wohl scheinbar länger frisch bleiben. Weiß ich nicht. Wir haben ganz normale, aus normalem Glas durchsichtige. Wir haben sie in einem Karton drin, da halten sie auch gute 2-3 Wochen. Ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden jetzt mit unserer Filmaufnahme und ich hoffe, ihr findet auch ganz einfach hierher. Also, bis dann!